Ostern. Die frohe Ostern. Ich habe dich gerade gesucht. Da bist du. Ich bin auch ein Ei. Ich habe mich versteckt. Meinst du, ich darf die Musik anmachen? Weil bei mir ist es sehr, sehr tonlos. So ganz leise. Got your own music or just wanna take in the ambience? Was? Was soll das heißen? Hast du deine eigene Musik oder willst du nur etwas? Ich will meine... Ach so, hab verstanden. Okay. Oh, es gibt Settings. Das habe ich gar nicht gesehen. Ach so, das sind die Settings? Ja, das sind die Settings. Tolle Settings. Ah, okay. Guck dir mal das an. Was The an? Wall of X. Ja. Ist das da ein Ei ausgegraut? Sieht so aus, ne? So, about. Erkunde die Stadt und finde Ostereier. Es gibt 33 Eier, die meisten von denen instant to be hidden in different locations each time you join. Ach so, jedes Mal woanders, wenn man das hier startet. You may check your progress using the wall of X to the right. Also wenn wir unseren Fortschritt sehen wollen, gucken wir auf die Wand. danke fürs Spielen. Gehen wir zusammen oder trennen wir uns? Mir egal. Ich kann springen. Yay. Ja. Ich hoffe, ich finde das Ei, das aussieht wie ein Teekessel. Wie ein Teekessel. Sammel mal das hier vorne ein, damit ich sehen kann, ob wir eh jeder einsammeln müssen oder nur einer. Okay, ein normales Ei. 1 von 33. Oh. 0 von 33. Das heißt, wir gehen vielleicht zusammen, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Ja, Lauschi, ich sehe das zweite Ei. Wo? Da. Was? Da oben, auf der Kante. Hä? Sehe ich nicht. Haben wir verschiedene Verstecke? Oh. Oh, okay. Nein. Gut. Wer hat zuerst 33 Eier? Okay, auf die Plätze fertig, los! Okay. Kann man hier rein? Komm ich da hoch? Ist das auf einmal zum Wettstreit geworden? Oh Gott, das setzt mich jetzt unter Druck. Wie komme ich da hoch? Das du ist kannst, viel schlimmer. Du kannst springen. Ja, du meinst so hoch. Du meinst hier hoch? Guck mal hier. Dach? Hier? Wo ich bin? Wo bist du denn? Oh. Ich bin runtergefallen. Ich war hier oben drauf. Wie? Sag ich dir nicht, es ist ein Wettkampf geworden. Oh. Oh, warte. 33 Eier? Ja. Oh Gott. Hab's. Scheiße. Hab's geschafft. Ich meine natürlich, gratuliere. Hier geht's in den wie heißt das? Neta, oder? Was? Hier. Gibt eine Netherwelt? Ich brauche ein Feuerzeug. Und dann gibt's da ein Ei. Wenn du ein Feuerzeug siehst. Ja, ich weiß, das ist jetzt Competition, aber. Oh, ich habe ein Ei gefunden. Ich habe 4 Eier. Du mich auch. Jetzt bin ich noch mehr unter Druck. Oh, ich habe ein Hundei gefunden. Na. Oh, da konnte ich gar nicht drauf springen. Musik ist jetzt viel zu fröhlich. Hä? Sollte ich hier sein? Ich weiß es nicht. Ha! Hier ist ja gar nichts. Ich dachte gerade, da ist ein Ei, aber das war dein Name. Danke. Irgendwo läuft das Ei vor mir weg. Ja. Auch Eier. Bist du ein Ei? Nee, du bist ein Eimer. Du bist ein Ei. Bist du ein Ei oder ein Eimer? Ja. Das Ei ist im Eimer vielleicht. Ja, das sieht fast aus wie ein Ei. Hier ist ein Schiff mit so einem halben Ei. Oh. Dann ist das bestimmt ein Ei. Nee, ich kann es nicht einsammeln. Weil eins sah aus wie so, also der Umriss sah aus wie so ein Dampfer. Ja.
Ach so, meinst du? Fußball ist ein Ei. Es ist doch ein Ei. Ich stand noch nicht nah genug dran. Gut, dass du mir das jetzt verraten hast. Oh no. Oh, ich habe vergessen, wo ich herkam. Mist. Warst du ja gerade in der Kirche drin? Nee, die ist aufgegangen. Ich sehe dich. In der Kirche bin ich auch. Hi. Ah, hier ist ein Ei. Bei mir nicht. Frechheit. Ich sehe schon, das Spiel möchte, dass ich gewinne. Das werden wir noch sehen. Oh, hier ist ein Spielplatz. Oh, ach du Heilige, ich bin in den Backrooms. Wie bist du denn da hingekommen? Ich bin durch den Boden geglitscht. Also, ich sag dir das nicht. Ich bin in den Backrooms. Das sollte ein familienfreundliches Kinderspiel werden und kein verkapptes Horror-Ding. Ich bin in den Backrooms. Wieso? Ich meine, ja, ich bin durch den Boden geglitscht, aber was? Wie? Wo? Hä? Ich will aber nicht... wo bist du durch den Boden geglitscht? Ich will hier wieder raus. Du willst nicht in die Backrooms, aber ich! Ich will hier wieder... Oh Gott, das ist ja groß. Was ist das denn? Komme ich hier wieder raus? Ich weiß gar nicht, kann man aus den Backrooms wieder raus? Gibt es darüber Geschichten? Ich bin bei den Floating Isles. Ich habe keinen Ton mehr. Ich bin in den Backrooms. Ich will da nicht hin. Ist das der Anfang? Wieso? Kann ich bitte ein Ei finden und dann wieder raus? Ist doch bestimmt irgendwo ein Ei. Ey, wie soll ich mir denn bitte merken, wo ich hier schon war und wo nicht? Ist das warst das du so? Bei dem Top Secret Do Not Enter? Ich habe das nicht gelesen, ich bin einfach da drauf gelatscht. Wie sieht das denn aus, wo du das gelesen hast? Ich bin jetzt in einem Wohnzimmer. Im Wohnzimmer? Was ist denn das für ein Cursed Game? Ich dachte, wir spielen fröhliche Ostereiersuche. Oh, ich konnte hier an einem Buch ziehen. Ich will hier wieder raus. Wenn ich Respawn drücke... This is not a drill. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Perpetual Fear, can you see? Was? Ich probiere jetzt was. Ich bin wieder da. Vielleicht muss man dahin. Oh, das ist ja süß. Ja, das wäre viel fröhlicher. Was ist das? Ich habe hier einen geheimen Raum gefunden, einen Bunker. Bunker? Ich habe ein Tor gefunden. Was zur Hölle? Okay, vielleicht sollte man manchen Maps wirklich eine Chance geben und nicht direkt am Anfang denken, was für ein Mist. Yep. Das ist doch interessanter als gedacht. Boom! Wieso höre ich was? Ist so eine Rakete gestartet? Yes! Bin ich in derselben Welt wie du? Was soll ich denn hier tun? Brauche ich einen Hammer oder so? Was machst du da? Ich versuche, ein gigantisches Ei vom Himmel zu schießen.
Ich höre die ganze Zeit nur. Ich gehe wieder zurück. Was ich mache. Top Secret, do not enter. Ich muss tun, was ich nicht darf. Oh Gott, ich bin jetzt die Munition. Ich weiß nicht, was du hast. Das Spiel ist genial. Was? Definitely not a polygon demo. No one has known these scenes. This is not a drill. Ja, da war ich auch. Ja, da stand do not enter und ich muss das tun, was ich nicht darf. Patrick, yes. Here, can't you see? Was kann ich? Nee, ich sehe nichts. We live in a constant state of unrest. Ja, das könnte ich bestätigen. Ich trinke mal schnell einen Schluck Milkshake. Wir leben in einer in einem konstanten, hier, was heißt nochmal State? Zustand. Auf Unrest, also von hier Rastlosigkeit. Yes. Unwanted visitor. Oh, ach so. Hier steht an der Seite, you are the ammunition, not neutralize it. Yes. Get in. Ach du Scheiße. Du musst aber jetzt aufs Knöpfchen drücken. Hä? Dann muss ja die Kanone auch starten. Ach so, hä? Aber soll ich denn das tun? Ich kann gar nicht aufs Knöpfchen drücken. Der ist so ein roter Knopf. Direkt daneben? Ja. Der ist grau. Kann ich das nicht, weil du schon drin warst? Das weiß ich nicht. Aber ich konnte ja die Sachen auch benutzen, die du benutzt hattest. Ich sitze jetzt in der Rakete. Ha. Siehst du denn noch das große Ei? Ja. Aber ich müsste ja eigentlich das irgendwie drehen können. Ich kann mal gucken, ob ich zu dir kommen kann. Wo war das denn nochmal? In irgendeinem Hinterhof war das. Ich glaube hier. Ich sehe dich in ganz klein da unten laufen. Jetzt bist du weg. Hier, ich laufe gerade den Gang zu dir. Und hier runter? Ich kann. Wie soll ich denn hier wieder weg jetzt? Hi. Geh mal in die Kanone. Ja. Ist okay, sie richtet sich aus. Ich hab's gekriegt, aber wie kommst du jetzt da weg? Ich kann den Knopf nochmal drücken. Alles gut, ich werde auch nochmal abgeschossen. Ich finde, das Spiel ist awesome. Ja. So, wo war ich denn gerade? Richtig, ich war gerade dabei, ein Haus zu durchsuchen. Ich bin in ein Haus reingekommen. Hier war ich. Mit den, also an dem... Da, wo du mich jetzt abgeholt hast, da an dem Haus vorbei, war da geradeaus und dann nach links. Und dann ist hier ein Stopp- und Vorfahrt achten-Zeichen. Und da fällst du in die Backrooms. Aber da gehe ich jetzt nicht nochmal rein. Oh, lol.
An ein Ei kommst du nur über einen Computer. Okay. Ach so, hier war ich schon. Aber du musst ihn erst noch finden. Ich hoffe, wir kriegen das gelöst. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich liebe sowas. Du bist immer so, ja, wir schaffen das. Und ich, ja, mal gucken, ob wir nicht drauf gehen. Oder eher so, ja, wir gehen bestimmt drauf. Nix da! Aber hey, ich gehe vom Schlimmsten aus und freue mich dann umso mehr, wenn es besser läuft. Elite Avenue. Carrot. Carrot City. Ich weiß nicht, was City heißt. Ah! Ah! Oh, hier ist ja ein richtiges Nest. Ich kann nicht schummeln, das ist ja ein Labyrinth. Oh, jetzt bin ich auch in den Backrooms. Ja, sag mir mal, ob du wieder rausfindest. Okay, da könnte dann bei dir vielleicht ein Ei sein, aber bei mir ist jetzt keins. Sie muss doch bei dieser Kirche irgendwo ein Ei sein. Bei mir saß eins auf einer Bank. Auf einer Bank in Grün. Nee. Ein grünes Ei dort. Wir haben das schon lange nicht mehr gespielt. Ich krieg nämlich davon Motion Sickness. Oh no. Ist nicht mehr gewohnt. Bist du noch in den Backrooms? Ich bin noch in den Backrooms unterwegs. Einmal alles außenrum ab.
Ich finde es lustig, hier ist überall Blut an den Wänden. Was? In den Backrooms? Ja, ja. Schleifspuren, Blut. Dann gehe ich jetzt auch in die Backrooms. Yes. Da ist irgendwo ein großer Raum mit ganz, ganz viel dunkelroter Farbe. Okay, aber du kennst den Weg nicht mehr. Um Gottes Willen, ne. Ich versuche einfach mal deine Taktik von Labyrinthen. War es immer links entlang? Yep. Links die Wand entlang. Irgendwann bin ich aber auch kreuz und quer gerannt, weil ich die Geduld verloren habe. Kommt hier noch was? Ist hier was? Ja. Es ist so still. Eigentlich geht es immer links. Links, links, links. So laufe ich jetzt im Kreis. Da ist schon wieder die Sackgasse. Irgendwo ist eine... Das ist ein großer Raum. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Großer Raum mit rot Blut an der Wand. Ich habe das Gefühl, hier war ich schon. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Doch nicht? Hä? Ja, doch. Habe ich jetzt mal da durch und links. Hier war ich doch schon. Flauschi frustrated. Ja, ich bin in den Backrooms. Hä? Das... Hä? 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 Ein Minecraft-Charakter. Ich will hier raus. Irgendwann siehst du eine Röhre und da ist wie so eine Hamsterröhre und es macht Musik. Da in der Nähe ist ein... Ich sehe eine Hamsterröhre. Es macht Musik. Irgendwo da in der Nähe muss auch der blutige Raum sein. Kann ich da rein? Kommt da vielleicht was raus? Ich muss mir das jetzt merken, wie ich da hingekommen bin. Es ist sehr dunkel. Oh Gott,
Wie soll ich mir das merken? Wie heißt die Map eigentlich nochmal? Elites Easter Hunt Reborn. Mega. Sie ist grün. Ja! Hier liegt ein Blumentopf. Da ist ein Ei. Und da steht Exit. Ich nehme erst das Ei. Suchst du ja wieder durch. Ah, ich bin raus. Wo sollen denn die anderen sein? Das ist eine gute Frage. Ist das dieses Lager? Ja, ne? Nee, ist ein anderes. Das ist ein anderes Lager, okay. Oh. Ein Ei. Eigentlich mit diesem riesen Turm da hinten. Kommt man da irgendwie hin? Ich habe auch schon überlegt. Oder war da das große Ei drüber? Gute Frage. Wissen, was ich hier machen kann. Es muss doch irgendwo ein Feuerzeug geben, wenn hier so ein Nether-Tor ist. Feuerzeug und Tor gleich Ei. Ich bin auf dem Bunny Boulevard. Doch auch irgendwas zu sagen haben. Ist einfach nichts. Sehen gehabt. Das Ding ist, wir können ja noch nicht mal bescheißen, weil die spawnen ja random irgendwo. Ja. Vorhin gesagt, du warst in irgendeinem Wohnhaus dran. Mhm. Das geht nicht. Oh, wer bist denn du? Ah,
Eins hat eine offene Tür. Die ist auch sichtbar offen, ja? Ja. Ha. Das war aber gemein versteckt. Also ich habe die offene Tür noch nicht gefunden, aber war gerade eins hinter einem Busch. Die war ich doch jetzt schon. Oh, hier war ich auch noch nicht. War es ein Wohnhaus mit Garage? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, die Garage steht auch offen. Oh, hier ist ja viel. Könnt ihr nicht mal ein Feuerzeug geben? Ich habe ein Ei auf dem Klo gefunden. In dem offenen Haus? Ja. Hä? Warst du auch an dem Computer? Mhm. Dann müsstest du den Bildschirm, glaube ich, anklicken können. Ja. Da irgendwo im Nether. Da war ich schon. Guten Tag. Ja, dann machen wir nochmal neu, ne? Okay. Auf die Plätze. Fertig? Los! Speedrun! Um Gottes Willen. Gucken, ob die jetzt wirklich woanders sind. Also bei mir sind sie schon wieder ganz woanders. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass ich an der Stelle, wo ich jetzt gerade ein Ei eingesammelt habe, noch keins eingesammelt hatte.
Was ist hier los? Was ist das? Kante. Ja, ich glaube, der war vorher nicht da. Der schon. Ich gehe jetzt direkt in die Backrooms, wenn ich es hinter mir habe. Und weg ist der Sound. Speedrun, ich finde jetzt bestimmt ganz schnell den Weg. Irgendwo durchs Dunkle. Gott sei Dank wenigstens nicht wieder in dieser nervigen Astgabel. Außer die Backrooms sind jetzt auch irgendwie random generiert. Dann drehe ich aber durch. Also ich meine, ich habe eh keine Ahnung, wo lang. Wenn die Musik jetzt weg ist, ne? Ich habe sie immer noch im Kopf. Ich glaube, das ist pure Absicht, damit du hinterher nicht weißt, ob du sie hörst oder nicht. Mein Mitbewohner, wenn der Handy-Games spielt, ne? Also ich weiß nicht, was für eine Art Handy-Gamer bist du? Spielst du überhaupt irgendwas am Handy? Ja, ich spiele etwas am Handy. Es gibt zwei Arten. Die Leute, die das Spiel öffnen, die Musik von dem Spiel vielleicht ein, zwei Minuten hören, dann feststellen, okay, nervt, ich stelle sie aus und von dort an ohne spielen. Oder die, die es einfach voller Lautstärke dudeln lassen und die das überhaupt nicht juckt. Zu welchen gehörst du? Ich mache sie zwar leise, aber ich brauche ein bisschen Musik. Oh nein! Das macht mich wahnsinnig. Ach. Also nicht auf voller Lautstärke, aber so ganz, ganz, ganz leise so ein bisschen. Also wenn zum Beispiel bei Candy Crush so du schiebst die Bubbles, so dass es dann irgendwie blub macht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das macht. Das ist okay, aber diese Background-Musik, diese Mini-Loop von 30 Sekunden. Oh. Und der spielt ja irgend so ein Kackspiel, wo du immer so Specials machst und die Special-Karten, die machen jeder eigene Geräusche und die sind so behindert. Nein. Kommt da irgendwie ein Zug und dann hörst du den ganzen Tschu-Tschu. Und dann yeah. Ich spiele gerne sowas. Darf ich das überhaupt sagen, was ich gerne spiele? Wir machen ja keine Werbung, ja. Also Leute, ne, keine bezahlte Werbung hier. Just personal favorites. Ich spiele gerne Post-Night. Was ist das? Wie so eine Art Mini-Idol-Game. Du musst sozusagen Sachen ausliefern. Unterwegs sind halt so Monster. Okay. Und du musst dich upgraden, damit du dich verteidigen kannst. I like it. Ich weiß, du musstest schon das eine oder andere Mal auf mich warten, weil ich sagte, ich spiele noch eben Candy Crush. Wie? Ich habe mich von Candy Crush verabschiedet. Oha. Ja, also ich würde es wahrscheinlich immer noch spielen, aber ich bin ja ein Geizhals und es soll sich ja lohnen. Also spiele ich diese Games über eine andere App, die mich fürs Spielen bezahlt. Nicht viel, aber ein bisschen. Und wenn du dann, also nicht in zum Beispiel Candy Crush, sondern du öffnest egal welches Spiel über diese App und du kannst nur bis Level 20 an diesem Spiel verdienen. Und danach nicht mehr. Und Candy Crush hat jetzt Level 20 erreicht. Da habe ich mir gedacht, nein, okay. Dafür spiele ich jetzt Candy Crush Soda. Das ist dasselbe, nur mit Flaschen. Oh boy. Ja. Wie kommst du in den Backrooms voran, ne? Ja, ist schön hier. Schön. Hell, dunkel. Und bei dir so? Ja, ich bin jetzt bei Nummer 13. Hier ist ein Mini-Teil von der Wand, das ist grün. Aber wo ist der Rest grün? Stimmt dahinter. Nee. War ich doch schon, oder? Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe jetzt auch
andauernd zwischen solche über TikToks die Werbung von: Mit dieser AI kannst du deine eigene Stimme singen lassen. Und ich denke mir immer so, will ich das? Ich würde sagen, also bei deiner vielleicht, aber nee. Ist rot an der Wand, so ein Fitzel, so ein kleiner Mini-Fitzel. Was, wenn ich mich hier 5 Meter groß mache? Ich will das probieren. Ich bin limitiert auf 2,50 Meter. Das ist dreist. Oh nein, wie kann man nur Flauschi limitieren? Ja. Du darfst mir keine Grenzen aufzeigen, sonst will ich da ausbrechen. Wobei ich sehr für Regeln bin, aber nur, wenn sie Sinn machen. Wenn es Schwachsinn ist, dann boykottiere ich. Wer bist du denn? Hier ist Liseka Arts. Hi. Der hat mir gewunken. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Da läuft so eine Fuchsfrau rum mit pinken Haaren. Stimmt, das ist Open World, ne? Ja. Also habe ich vorhin doch jemand gesehen, der da hinten lang lief. Ich dachte schon, ich habe Halos. Ab in die Backrooms. Ich komme auch dazu. Ja, Feini. Vielleicht sollte ich wieder meinen, ich laufe immer rechts machen. Oh, 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 ich habe das Hamsterrad. Hamsterrohr, ich weiß nicht. So, wie war das von da aus? Oh Gott. Es war rechts. Ich glaube, dann geradeaus hinten links war nichts. Also gehe ich hier rum. Ich stehe in der Wand. Das war nicht richtig. Warte mal. Hier kam ich. Hä? Oh Gott. Ich habe mich im Kreis gedreht. Ich weiß nicht mehr, wohin. Da kam ich her. So, 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 so. Hier rum? Nee. Dann doch da hinten hin? Genau, da links rein. Das Grün. Ja. Aber nein. Und den Eck. Xit. Na, ich dachte, vielleicht hole ich dich sogar noch ein. Bam, bam, bam. Ah, ich habe die Röhre schon gefunden. Bitte was? Du schummelst doch. Nope. In ein Eichhörnchen. Ja. Ich war nett. Ich habe gestern beim Beet umgraben eine Walnuss gefunden. Und die habe ich dem Eichhörnchen ins Vogelhaus gelegt. Na. Ja, mit Handschuhen angefasst, damit es auch nicht nach Mensch riecht. Das stört dein Eichhörnchen? Weiß ich nicht, aber sicher ist sicher. Unsere Clown, das Papa mittlerweile aus der Hand? Ja, wenn sie. Ach, da ist das Ei und Exit. Du Cheater. I'm just pretty good at it. Ich gucke jetzt, ob das mit der Rakete klappt. Diesmal. Ja. Wenn nicht, musst du mich diesmal hochschleudern, ne? Und ich geh erst ins grüne Tor. Diesmal suche ich noch mehr. Ach, guck mal. Was ist das denn? Ach so. Ein Himmel- und Hölle-Ei. Das sieht sehr strange aus, wenn du das finden solltest. Hm. Mit Teufelchen und Engelchen. Irgendwas muss man hier doch tun können. So. Bin bei Ei Nummer 17. Was? Ich weiß gerade nicht. 18. Ich weiß gerade nicht.
This is not a drill. Ich hab Flint and Stone gefunden. Ich hab Flint and Stone gefunden. Oh mein Gott. Jetzt ist mein Knopf rot. Ich bin in den Nether. Manu. Oh, ich hab... Oh, scheiße, ich war doof. Jetzt war ich abgelenkt. Weil ich an den Nether gedacht habe. Ich bin auf das Ei zugeflogen. Ich hab's aber nicht eingesammelt. Oh no. Ich hätte drücken müssen, ne? Ja. Yeah. Du kannst dich freuen, im Nether ist ein kleines Jump'n'Run. Ja, toll. Ich liebe Jump'n'Run nicht. Ha? Aber wo ist das Ei? Oh! Ich hab die Dame von vorhin, die saß in der Kanone und ich hab sie einfach mal weggefeuert. Hm. Scheiße, jetzt kann ich die Kanone. Oh doch, jetzt ist er wieder. Oh. Ich dachte mir, warum kann ich mich nicht da reinsetzen? So, war besetzt. Okay. Wie viel hast du an Eier? Ich habe 11. Ich kann das Ei nicht einsammeln. Jetzt hat 19. Oh, Arschkeks. Hi.12. 21. Jetzt nix. Oh, das muss ich jetzt aber wissen, ob da oben drauf was ist. Wo denn? Vom Dach aus kann man irgendwie so ein bisschen halbherzig in einen Baum springen. Und da gibt es noch einen Baum höher. Ob die so gemein sind? Nee, ich kann von hier aus nicht mehr wirklich springen. Doch, kann ich wohl. Nee, ich sehe nichts. Nee, ich glaube, das soll so nicht sein. Also so ein paar Sachen sind noch gleich. Was machen Sie hier? Hab schon. Hier in der Garage ist wegen Flint and Stone. Ah, okay. Hinter einem der Schränke. Am Boden. Hinter einem der Schränke am Boden in der Garage. Hinter. Da war ich. Oh, wie arschig. Ich hab
halt nur nicht um den Schrank herum geguckt. Diesmal ist kein Ei auf dem Klo. Ah, hier, ja, doch. Gut. Oh, oh, diesmal ist für mich der Knopf grau. Diesmal musst du mich hochschießen. Ich komme. Orientieren da lang. Ich lass mal hier am Straßenschild das Feuerzeug liegen. Wenn ich auf TikTok, ne? Frage ich dich später. Kannst aber jetzt fragen. Jetzt will jeder wissen, was du fragen willst. Das Ergebnis kann jeder sehen von meiner Frage, wenn er bei Flauschi im TikTok rumhängt. Dankeschön für Schießen. Ich hab dich zum Ei geschossen, ja. Hui. Da fliegt der Flausch. So, wo ist mein Straßenschild? Ich glaube, das hier war's. Ich hoffe, das hier war's. 28 habe ich. Nee, das war nicht mein Straßenschild. Das war ein Straßenschild. Interessiert mich gar nicht, was du hast. Vorhin hatte ich mehr und dann hast du einfach behauptet, du würdest das Ei nicht aufnehmen können. Ist ja gar nicht wahr und das war nur, weil ich rausgeflogen bin. Nee, vorher. Nee, da. Oh ja, das Ei ist wirklich merkwürdig. Das, aber cute. Engelchen, Teufelchen? Ja. Sieht komisch aus, ne? Oh Gott, wie ich hier rumhopsen will. Wo ist denn das Ei? Hier ist noch ein Portal, aber hier ist kein Ei. Ist das da, wo ich reingekommen bin? Du musst da nochmal zurück in dem einen Raum. Da drehte sich ein flaches 2D-Ei. Ein flaches 2D-Ei? Ja, ein kleines flaches 2D-Ei. Irgendwo im Hintergrund. Was habe ich auf einmal für eine Hand? Was hatte ich da in der Hand? Hä? Ich habe gerade eine gruselige Hand vor mich gehalten. Hier in dem Raum ist kein flaches 2D-Ei. Doch, da ist was. Ein kleines goldenes. Yes! Ah. Dann kann ich ja wieder gehen, ne? Ja. In diesen Dingern ist ja eigentlich nur eins, ne? Soweit ich weiß, ja. Gott, meine Sicht ist ja ein bisschen wirr, wenn man so lange in dieses Blau da guckt. Wie komme ich darauf? Ach,
Sag mal. Dann halt hier. Was hast du eigentlich für Sprungphysik hier? Hm? Da, hier hopst und landet an Seite hier. So, jetzt aber. Toll. Für nix. Und hier? Auch nix. Okay, dann. Ja, jetzt bist du da. Hey, muss doch irgendwo was sein. Ich finde die restlichen Eier nicht. Bam, bam, bam. Ich bin der König der Welt. Hast du auf den Kirchturm geklettert? Ah, oder auch nicht? Aber hier ist nichts. Aber da hinten ist was. Oh, sogar zwei. Aber wie kommt man da hin? Auf das Dach, auf das rote? Nee, auf das Dach hier. Obwohl, ich komme auch so dran, glaube ich. Ja. Nee, ehrlich? Ich bin da nicht dran gekommen. Ich musste springen. Ich glaube, da habe ich gerade auch was gesehen. Hm? Geh da hoch. Nix. Oh. Ich finde keine Eier mehr. Bam, bam, bam. Ich aber auch nicht. Aber ich war ja auch noch nicht überall. Vierundzwanzig.
25. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wo ich halt schon war und. Sag mal, wo drücke ich eigentlich? Das dauert bei meinem Streamlabs. Dass so. Achso. Hahaha. Weil ich doof bin. What? Ich drücke die Tabulator-Taste, um aus dem Spiel mal kurz rauszuklicken. Dann schiebe ich die Leiste von Streamlabs wieder hoch, weil die runtergescrollt ist. Merke aber nicht dadurch, dass die Tab-Taste immer noch festhalte, dass es wieder zurückspringt. Ich habe 30, aber mir fehlen die letzten drei. Eins mit Stachel. Ein normales buntes wohl. Ich würde sagen, Orange fehlt mir. Und eins, das aussieht wie so eine Pflanzenknospe. 27. Ich hole auf. Ja. Das ist so furchtbar nervig. Ich wüsste halt nicht, wo man dieses mit den Stacheln überhaupt versteckt. Ich guck mal, ob ich das schon hab. Wo ist denn jetzt die Tafel hin? Ich hab das schon. Das hing in einem Baum, glaube ich. Da hing bei mir das mit den Bienen. Das hing neben einem Baum. Das, was unten rechts ist. Das zweite von unten rechts da? Ja. Das ist ein Kaktus. Das war ein Ei. Leben nicht drauf gekommen. Oh, was liegt denn hier? 29. Ich komme näher. Wo ich hier vorhin schon war. Also langsam kriege ich kalte Finger. Ich habe das Pflanzending gefunden. Ich gebe dir keinen Tipp mehr. Nee, den Kaktus habe ich immer noch nicht gefunden. Ach so. Ich glaube, ich sollte noch mal systematisch durchgehen. Da ist das Orangene. Als Sofa-Kissen.
Es fehlt mir nur noch der Kaktus. Ich bin jetzt extra noch mal ins Haus gegangen und dachte, vielleicht ist er hier als Topfpflanze getarnt und ich habe es einfach nur nicht mitgekriegt. Du hattest einen Kaktus an einem Baum? Ich meine ja. Ah, ich hab ihn! Nein! Muss ich ja noch drei finden, damit ja auch irgendwas passiert. Passiert bei dir was? Ich hab ein Congratulations! You found all the eggs! Und da ist eine große gelbe Säule. Ich brauche noch normale bunte Eier. 3 Stück. Tschüssi, könnt ihr helfen? Ich kann dir eine Übertragung anmachen. Du kannst so schreien, wenn du was siehst, aber ich weiß nicht. Wenn ich dran vorbeilaufe, laufe ich dran vorbei. Also, wenn ich nicht hingucke. Da habe ich auch noch 2 Stück. Orientierung verloren, wo ich war, wo ich nicht war. Ich will cheaten können. Genau, Mann, das offene Haus. Vielleicht liegt das ja wirklich irgendwo als Sofakissen oder so rum. Oder ich habe diesmal Bug. Hier leuchtet eine Tür.
Da gerade jemand. Das ist gruselig. Hier ist nichts drin. Es muss doch auf diesem scheiß schönen Kinderspielplatz irgendwas sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre so ein Escape-Ding und das wäre und mein Leben würde davon abhängen, ich wäre verloren. Finde in 30 Sekunden den richtigen Schlüssel. Du kannst mich eine halbe Stunde suchen lassen und ich werde das nicht. Jetzt wieder zu dir. Wie meinst du? Wo bist du denn? Ich wurde wegteleportiert. Dann kannst du Escape drücken und oh, ich kann dich einladen. Ach, warte, ich hab Respawn gemacht. Es geht. Achso. Dir ansonsten auch eine Übertragung geschickt. Ja, oder mach mir eine Übertragung an, genau, dann helfe ich dir gucken. Wenn du denn so schnell was siehst, wie ich hier hektisch rumlaufe. Wo war ich denn jetzt eigentlich? Da muss ich weiter lang. Das eins. Eins noch. Ein Ei. Welches denn? Ein buntes. Hast du schon alle Bänke abgeklappert? Das war gerade auf einer Bank. Ich glaube, bei mir waren 3 Stück auf einer Bank. Bank ist verkehrt herum. Puff.
Möchtest Hast du dich geguckt, sehen? ob du Hi. Hast du schon im Haus geguckt, ob es ein Sofakissen oder so ist? Ja, ist aber wirklich ein Sofakissen. Oh, geh mal in den Supermarkt rein. Den hier? Ja. Da war ich aber. Geh mal hinter die Theke. Ah, da war bei mir nämlich eins drin. Bist du auch schon ganz am Außen am Rand hier entlang gelaufen und hast dich dann ab und zu mal umgedreht? Weil zwischendurch war bei mir eins hier hinter so einem Baum. Jetzt hier einmal außen rum? Ja, komplett einmal außen rum. Na, und ab und zu halt mal umdrehen so ein bisschen. Achso, das irritiert mich, das ist wieder dein Zeichen da. Hier könnte ich nochmal hinter. Ab und zu mal umdrehen, das ist doch die Rückseite. Ich muss. Achso, ja, stimmt. Ich gehe da raus. Also wirklich immer hin und her gucken, ne? Mal läufst du drauf zu, mal ist es hinter einem Baum. Ich finde, das da oben sieht aus, als wäre da was, aber da kommen wir ja nicht hin, ne? Doch, weißt du, was das ist? Das ist die Abschlussplattform. Ach ja. Wo bist du, mein letztes Ei? Ich such dich und schlag dich zu Brei. Ich muss mal eben einmal noch mal kurz raus tippen, weil ich so nicht sehe, was mein Streamlabs macht. Ich sag doch, es ist ab und zu hinter diesem Scheiß. Mia! Jetzt kannst du da hinlaufen. Teleport to Willer Zone. Congratulations! Ja! Also so eine Party habe ich als Kind nicht gekriegt, wenn ich alle gefunden habe. Und guck mal. Kannst du auf Wie drücken, dann können wir hier ein Foto machen. Wie denn? Wo denn? Ein Fotomode. Ich weiß nicht, wie man den einstellt. Tools? Kamera? Oh, warte. Du müsstest dich neben mich sehen, glaube ich. Hold to... Click to Self-Mode. Wie kann ich denn hier... Kann ich das nicht... Mode. Gibt's keinen Selfie-Modus hier? Ich kann ein Foto von dir machen, aber nicht von mir so. Fotoqualität 4K, 8K.
4 K. Pins, Pin 2, Pin 3, what? Ist das irgendwo? Ach, warte mal. Oh! Das bin ich? Bist du neben mir? Ja. Yeah. Stell dich mal ganz nah an mich ran oder in mich oder so. Nee, hinter mich so. Geh mal ein Stück zurück. Sekunde. Ich versuche das noch wegzuschieben von mir. Aber irgendwie, ich sehe irgendwie deine Haare oder irgendwas. Soll ich das Foto machen? Look at me, Auto Level. Huch, habe ich so nichts an? Okay, so kann. Oh, ach du Heilige. Guck mal die Übertragung. Man sieht nichts, aber es sieht sehr strange aus. Kommst du mal kurz zu mir? Kannst du dich neben mich stellen? Ja. So. Nein, weiter nach links. So. Hi. Hi. Magst du noch kannst du noch ein Stückchen näher kommen, wenn du magst? Jetzt stehe ich in dir. Ja, genau. Jetzt und nach vorne gucken. Ja. Magst du eine Expression machen, wenn du magst? Ich schaue. Mache ich sowas? Ja, Herzchen machst du. Versuch's lieber mit Expression, genau. Ich glaube, ich habe da gar nicht viel. Wo bist du hin? Ich weiß nicht, ich mache irgendwas. Ja, du bist nach unten. Ich kann sowas nicht tun. Doch, das war genau richtig, was du machst, nur vielleicht nicht unbedingt tanzen. Go loco. Was tue ich jetzt? Keine Ahnung. Okay. Mach noch mal das, wo du das Tanzen gerade drin hattest. Oh. Das Tanzen drin hatte. Was ist das denn eigentlich? Achso. War bei Quick Actions, oder? Ach nee, da war's. Hey, Macarena. Geh noch mal einmal zurück. 2. Der Avatar kann nicht das, was manche andere können, ne? Ich merk's. Ich kann nicht einfach sagen, ich winke jetzt mal. Was tue ich da? Was tue ich da? Heißt das Pole Dance? Ich sehe nicht, was ich da mache. Ich lass das mal. Ja! Okay, ich glaube, ich habe ein Foto ge... Ich sehe noch meine Beine vorbeischwingen. Ja, du wirbelst um meine Hüfte herum mit gespreizten Beinen. Okay, ich lass das mal. Okay, warte, ich guck mal, was ich hier gemacht habe. Ich finde das unten links ja, wo du so komisch stehst, ganz süß. Achso, du hast mir das geschickt? Warte. Ja. Also. 2 sind komisch, 2, 1 weiß ich noch nicht. 1 finde ich okay. Ich stehe noch an dem ersten Bild, stehst du so, hey. Ich ne? Und ich stehe so dahinter so, okay. Ja, wir sind total fotogen. Wir wissen genau, was wir da tun. Bei dem einen streckst du mir deinen Hintern voll ins Gesicht. Ja. Vielleicht nehme ich das als Titelbild. Nee, du kannst zumindest mit Fug und Recht behaupten, der Hase hat die Eier gesucht. Ja.